said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Na, ich hatte keine Ruhe. Der tummelt da immer noch draußen herum. Wir müssen mal gucken, was das da für einer ist. Er nähert sich meinem Bau und das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, mein Kreuz tut mir weh. Ich hoffe, er will nicht kämpfen, denn sonst haben wir ein Problem. Ich bin so müde. Ich glaube, ich könnte noch nicht mal das Schwert halten. Er sieht wie ein Bandit aus. Wir haben ein Problem. Kannst dich nicht verstecken. Ich sehe dich. Hat er eine Fackel oder eine Keule in der Hand? Er sieht nicht friedlich aus. Oh nein, er kommt. Du wirst mich nicht töten mit deiner Keule. Das ist mein Haus. Geh weg. Geh. Hau ab. Gut, er haut ab. Wir haben unseren Frieden. Wir haben ihn angekratzt. Da kommt er schon wieder. Lass mich doch mal in Ruhe. Endlich kann ich schlafen gehen. Tagelang hier am Arbeiten und dann kommen auch noch Banditen zu mir. Ich hoffe, das war ein Einzelfall. Wenn es zu viele werden, muss ich mir doch vielleicht eine neue Gegend aussuchen. Das wäre nicht gut. Es ist schon wieder Tag und ich kann wieder nicht schlafen. Ich bin schon wieder so hellwach. Es ist doch zum Verrücktwerden, ist das. Jetzt geht langsam Gott sei Dank die Sonne unter. Vielleicht schaffe ich es ja dann zu schlafen. Schaffe ich es endlich zu schlafen? Oh, es wäre so schön. Wie gern würde ich jetzt schlafen. Die jungen Bäume werde ich mal stehen lassen. Aber wir sollten die Gegend wohl öfters im Auge behalten. Ich weiß leider nicht, ob es ein Einzelfall bleibt. Na gut, wir sollten uns beeilen, das Haus weiter fertigzustellen. Ach ja. Wir brauchen wieder ein bisschen Licht, sonst können wir wieder nicht arbeiten, ist das nicht? Ach, ich wollte das doch eigentlich doch mit dem ganzen anderen Kram machen. Du Teil bist falsch.
bevor diese Banditen kommen, sollten wir alles schließen. Und zusehen, dass wir schleunigst hier fertig werden. Es ist nämlich gar nicht gemütlich draußen. Das klingt nicht gut draußen. Irgendwo ist schon wieder irgendetwas unterwegs. Ach ja. Ach, den Dachboden bauen ist gar nicht so einfach. Ich glaube. Das war so viel Arbeit wieder. Ich bin so müde. Ich hab mich verschätzt. Ärgerlich. Ich bin schon wieder müde. Wenn wir es hier schaffen. Ich sollte langsam aber auch mal den verdammten Brief losschicken, was? Aber mir macht es immer noch Sorgen, dass hier eventuell ungebetene Gäste herumlungern. Ach, das ist nicht gut. Zu viele Angriffspunkte, wenn wir zu viele Fenster bauen. Das ist, glaube ich, schon fast ausreichend. Ja. Ich werde hier Schlafecken machen. Damit sie auf jeden Fall schon mal was zum Schlafen haben. Falls sie früher kommen als gedacht. Aber erst einmal sollten wir hier Wärme reinbringen. Ja, das wird ein Haus. Hier werden wir auf jeden Fall gucken, dass sie essen und sich versammeln können. Und hier werden wir Vorräte und alles lagern und hoffen, dass alles gut wird. Aber jetzt werde ich erstmal nach Hause und schlafen. Im Dunkeln nach Hause zu finden, ist natürlich auch nicht so einfach. Ich sollte mal mir angewöhnen, das Lagerfeuer anzumachen. Ah, traut es einem.
Glück allein. Aber das wird auch schon wieder. Mal gucken, was wir so alles anstellen können. Ach ja. Was brauchen wir denn morgen alles? Auf jeden Fall das. Vielleicht das. Auf jeden Fall werden wir ein einfaches Strohdach bauen. Denn mehr Ressourcen habe ich gar nicht. Ich wüsste auch nicht, woher. Das, was draußen wächst, reicht wahrscheinlich nicht aus. Ich werde es aber, glaube ich, noch mal ein bisschen abändern, das Haus. Vielleicht eine Veranda bauen. Das sieht doch dann viel freundlicher aus. Und vielleicht ein, zwei Stühle oder eine Bank oder so, aber das ist, denke ich, noch gar nicht so wichtig. Hauptsache, sie können, wenn sie ankommen, schlafen. Bis zum nächsten Mal.